Plögis, Plögis, guckt mal, ich hab Weizen. Folget mich. Folget mich. Folget mich. Jawohl. Jawohl. Du auch. Kommt mit. Jawohl, jetzt sind sie ja wieder alle vier auf unserer Fährte. Ach, hier müssen wir dann hochspringen gleich. So, kommt mit Plögis, liebe Plögis. Vier Hackplögis. So, Hackfressen Plögis. Oh, hier ist eine Brücke. Vorsicht, liebe Plögis. So, jetzt sind wir hier. Beim Brunnen müsste hier sein. Jawohl. Rückwärts laufen, da das ist ein bisschen bekloppt hier, aber... Nur so können wir sicher sein, dass uns die Schafe folgen. So, kommt jetzt mit hier hoch. Hier hoch. Na komm, du da hinten auch. Plöki Nummer 4. Komm mit jetzt. Mann, ist eine Hackfresse, ey. Komm jetzt mit. So, haben wir jetzt wieder alle vier Plökis? Ne, es ist immer nur noch drei. Mensch, Plöki. Komm jetzt. Plöki. Also, geht doch. Wenn die nur Ohren hätten. So, jetzt kommt hier schön mit nach oben. Hier oben wird man euch loben. Ach kommt schon, Plökis, stellt euch nicht so verplökt an. Ja, lass mal froh sein, hier überhaupt welche hier oben zu haben. So, da holen wir die anderen noch nach, würde ich sagen. Nein, falsch, hier ist der Hauseingang. Hier folgt ihr mir nicht. Folgt mir hisch. Folgt mir hier. Jawohl, folgt mir hisch. Folgt mir hisch. Folgt mir hisch. Folgt mich, folgt mich. Jawohl, hier lang, hier lang, hier geht's rein. Hier wird euer Käfig sein. Und hier rein mit euch. Na komm. Kommt, vielen Dank. So, bitteschön, ihr dürft euch vermehren. Kann ein kleines Schaf rauskommen. So, jetzt müssen wir die anderen beiden noch abholen. Wo sind denn die? Da ist Plöki Nummer 1. Da hinten ist Plöki Nummer 2. Dem scheint warm zu sein. Schwupps. Weizen. Hey. Ich hab gesagt Weizen. Guckst du. Schaufel. Weizen. 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 Ja, also. Geht doch. Komm. Ja, du auch. Genau. Also ich hätte das andere auch gern gleich noch mit. Jawoll. Kommt. Jawoll. Komm hier rein. Hier rein. Hier rein. Jawoll. Schön seid ihr. Plökis Nummer 3 und 4. Die müssten mittlerweile ein Kind haben hier unten. Die anderen Plökis. Ach, guck an, eine kleine rosa Schweinesau. Ihr kommt auch noch rein hier. Kommt rein, Plökis. Alle Mann rein. Du da auch. Du da auch, du Grießkram. Komm jetzt rein, ja. Ich verrückte. Schieben wir die Plökis auf die Seite. Kommst du? Also dann aufgemacht und rein mit dir. Komm jetzt rein. Und jetzt rein. Und jetzt. Jawohl, fein machst du das. So, welcher war's? Der da. Macht ihr mal noch ein paar Babys? Boah, ist das ein Gedränge hier. Jawohl, jetzt haben wir zwei Schafköpfe. Zwei kleine Schafmelonenköpfe. Mit Rosa an den Schafen sogar. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Schweine. Zwei Schweine, das wäre schön. Zwei Schweine, das wäre gut. Können die hier schon wieder? Jawohl. Macht mal noch ein Tier hier. Ihr seid doch jetzt verliebt. Jetzt steht die kleine Plöki-Kuh da. Komm her. Komm. Komm. Na komm. Dumme Kuh, dann halt später. Meine Fresse. So, Schweinis. Schweinis. Wo gibt's Schweinis? Wir brauchen noch Schweinis. Hm. Ich habe immer keine Lust, die quer durch die ganze Stadt hier zu schleppen. Das ist immer ein bisschen... mühselig. Ah, hier. Kürbisse sind wieder gewachsen und gedeiht. Dann nehmen wir gleich die mit, die gewachsen sind. Und mich würde interessieren, wie backt man sich denn jetzt am besten
einen Kürbiskuchen. Da müssen wir mal gucken. Also, wir haben Kürbisse. Ich glaube, daraus kann man ja nur Kürbiskerne machen, oder? Kürbiskerne, genau. Nee, so geht's nicht. Kann man die nicht irgendwie verwerten? Ich glaube, wir brauchen noch Zucker. Zucker haben wir auch. Probieren wir mal einfach ein bisschen rum. So, ich nehme mal Zucker rein. Ich nehme mal Ei rein. Und ich nehme Kürbis. Ah, Kürbiskuchen. Jawohl. Wir brauchen mehr Zucker. Und die Kürbisse, die kommen dann da oben rein. Gut. Dann machen wir jetzt mal etwas mehr Zuckerei. Etwas mehr Zucker. Zack. 12 Zucker. Okay, hier unten haben wir noch mehr. Verstehe. Wir brauchen Zucker. Wir brauchen Eier. Und wir brauchen Kürbis. Kann man das auch nebeneinander machen? Ja, das ist egal. Hauptsache, man hat sie drin, oder? Wahrscheinlich, ja. Hauptsache, so zusammengemengt. Jawohl. Jetzt haben wir 15 Zucker, 16 Kürbisse. Das heißt, ich nehme hier mal noch einen Zucker raus. Und 16 Eier. Und dann können wir uns schon 16 weitere Kürbisküchlein machen. So, hier 16 Zucker, 16 Kürbisse und 16 Eier. Puff. Mmm, yum, 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 yum. Ist das lecker. Eieieiei. Sehr schön. So, Melonen sind jetzt zum So-Essen gedacht. Wir können mal die Melonensamen mit hier reintun. Kürbiskerne und normale Samen. Mmm. Die Melonen kommen hier unten rein. Der Kuchen, der kommt hier rein. So, und 20 Brot erstmal. Ja, schön, 24 Kuchen. Ja, ach, das ist ja lecker. Hier haben wir so ein bisschen die Obstfraktion. Die tue ich mal hier oben hin, die Obstfraktion. Hier kommt die Kuchenfraktion hin. Beziehungsweise machen wir hier so das Obst. Dann Brot und Kuchen. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch Schweine. Nur noch die bläden Schweine. Weizen haben wir schon. Das tue ich mal mit hier rein. Klatschen. So. Wo kriegen wir jetzt die Schweine her? Gut, ich würde sagen, wir schlafen erstmal ein Nächtlein weiter. Und dann gehen wir mal auf Schweinesuche. Weil dann können wir uns auch schöne fette Schweinesteaks machen und Rindersteaks und hast denn nicht alles gesehen. Dann fehlen bloß noch die Hühner. Aber da würde ich sagen, machen wir uns eine schöne vollautomatische Hühnerfarm. Also so in einem Wassertank und... Wo ist denn der hingewachsen? Ach, hier ist kein Kobbel. Dann wächst er auch dahin. Na gut. Mir soll es recht sein. Da muss ich mal noch Kobbel hinmachen. Habe ich ihn gerade einen Kobbel dabei? Nee, nicht wahr. Ich habe einen Erdblock dabei. Ich könnte zum Beispiel sagen, hier tausche ich einen Kobbel aus. Nee, 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 nee. Da holen wir mal extra einen Kobbel raus. So, sind hier Schweine vorhanden? Oh, hier sind einige Eier vorhanden. Die nehmen wir uns mal fix raus. So. Wie viele Eier haben wir denn jetzt? 6 Eier. Aber hier sind auch keine Schweine, nicht wahr? Ich sehe keine Schweine. Keine Schweine. Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Jeder weiß doch das. Ich, ein kleiner Mann, bin. Da-dam, da-dam. Oder so ähnlich. Wo war denn jetzt das Schwein? Gab es hier nicht auch Schweine? Haben wir auch so eine Getreidefarm wieder? Ich höre Tiere, aber ich höre keine Schweine. Hm. Ich sollte mal was essen. Brot halt ja sowieso nur 2,5 oder 2. Balken, Hungerbalken. Ich brauche dringend ein Schwein. Wow! Heiliger Leute, wollt ihr hier... Was wollt ihr denn hier bauen? Das sieht gefährlich aus. Da geht's runter. Ja, vielleicht finden wir irgendwo ein Wildschwein. Das kann ja auch sein. Jetzt bräuchten wir Obelix. Der findet schnell Wildschweine. Der ist Meister der Wildschweinjagd. So, bevor wir uns hier irgendwo Schweine suchen, weil
Kann doch nicht sein, dass es hier keine Schweine gibt. Wir haben es Tag, wir haben Wiese, Wald. Müsste doch genug Platz für Schweine da sein, oder nicht? Oh, ein Huhn. Holen wir uns mal das Ei. Aber wo sind Schweine? Schweine, Schweine, Schweine. Ich sehe keine Schweine. Was haben wir denn hier? Das sieht blöd aus. Das machen wir weg. Boah, ich will doch nur hier durch. So, was ist das da? Wer hat denn das da hingesetzt? Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall wieder fleißig Sand abgebaut worden und nicht zugeschüttet worden. Hier stehen auch Steine in der Wildgeschichte rum. Wo haben wir denn Schweine? Ha. Und da unten ist auch keins. Schweine scheinen eine Seltenheit zu sein, oder was? Schweinchen dick, Schweinchen dick. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe? Die ganze Zeit läuft gar keine Playlist. Jetzt aber. Heieiei, haben wir die ganze Zeit ohne Playlist gehört. Aber ich denke mal, das schadet ja auch nicht. Lol, wie sieht das denn aus? Der Bart vor allem ist geil. So was Ähnliches hatte ja mal Xardas 94 mit auf meiner Showplay-Welt gebastelt. Da hatten wir die Totenkopfhöhle von Xardas gebaut, sozusagen. Da oben ist auch ein ziemlich großer Turm entstanden. Wir haben hier keine Schweine. Komm, das gibt's doch nicht. Ich werde jetzt mal zurücklaufen, Leute. Und werde mal nochmal durch die Stadt laufen. Kann doch nicht sein, dass wir keine Schweine haben. Ich will noch ein paar Ferkelchen haben. Wow. Aua. Das tat wieder mächtig weh am Bein. Holzfuß, ahoi. Dün, 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 dün. Wo sind die anderen hier alle hin? Wo sind alle anderen hier hin? Die sind alle verschollen. Keiner nimmt gerade auf. Schwups. Schwups. Na, komm schon, springen. Diese ganzen Löcher immer. Meine Fresse. Muss doch irgendjemand mal reparieren hier. Fühlt sich aber nie jemand berufen zu. Ha, warum soll ich es denn machen? So, ich habe hier einen Huhn gehört. Genau, das waren die Hühner da oben. Aber es muss doch Schweine geben, Leute. Kann doch nicht sein, dass hier keiner Schweine hat. Ich dachte, hier habe ich irgendwo mal Schweine gesehen. Gehen wir mal hier durch. Was ist das eigentlich? Dorfbrunnen. Ach so. Okay. Ein Hund, höre ich. Aber ich will auch Schweine haben. Hier sind Möhren. Ding ist, da ist ein Pferd drin. Haben wir hier irgendwo Schweine? Das sind Pilzkühe. Katzen. Haufenweise Schafe. Ja. Stehen noch einige Schafe frei rum. Haben wir hier drin irgendwo Schweine? Nee. Was soll das eigentlich sein? Was soll das eigentlich alles werden da oben? Zum Eisschloss, okay. Ja, keine Schweine. Es tut mir leid, Leute. Aber es gibt hier anscheinend keine Schweine. Wir könnten höchstens mal zum Haus von Real Goran schauen. Aber ich glaube, dass dieser Weg ein bisschen weit ist, nur für Schweine. Egal, wir haben nichts Besseres zu tun. Hey, wieso reagiert meine Maus gerade so schlecht? Wage dich! Ich hab hier... Oh, Zombie. Hallo Zombie, tschüss Zombie. So. Ja, laufen wir einfach mal hier hinter, Richtung Haus von Real Goran. Jetzt laufen wir erstmal in Richtung Haus von Rathamoon. Aber wir werden erstmal, ich glaube, Real Goran müsste da hinten gewesen sein. Wenn wir jetzt einfach nur geradeaus laufen, müssen wir zu Real Goran kommen. Und irgendwie habe ich so im Kopf, dass er doch Schweine hatte. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Meine Güte. So, oder nicht? Hat er keine Schweine gehabt? Was ist das, ein Schaf? Brauche ich nicht. Die eine Wolle nehmen wir mal mit. Habe ich die Wolle jetzt mitgenommen? Egal. Der kommt nicht so schnell hinterher mit Aufsammeln heute hier. Das ist echt merkwürdig.
So, wieder was essen. Ich hätte auch den Kürbiskuchen mitnehmen können, aber ihr kennt mich ja. Ich bin wieder so ein Geier. Ich mache mir zwar den Kürbiskuchen, aber dann spare ich irgendwie an dem, weil ich den nicht verschwenden will. Und lieber für gefährlichere Sachen wie Höhlenton etc. benutzen möchte. So, ich denke mal, Rilgoran hat ein paar Schweine, oder? Oh, Kaktusse könnten wir uns auch mal mitnehmen. So, so. Aua. Ja, die pieksen, muss man aufpassen. Aua. So, haben wir uns auch ein paar Kaktus mitgenommen. Kaktus einfach. Kakteen. So rum. Sprich, ich höre Schweine. Jawohl. Ach, das werden Rilgorans sein.